Stockwerk CS650MF in ähnlicher Ausstattung wie das Fahrzeug, was ich eben in Englisch gezeigt habe. Mal schauen, wenn wir gleich rein können, dann würde ich euch einen größeren Einblick geben. Und hier sehen wir die andere Farbgebung als im englischen Film, auch sehr nett. Wir haben hier die helle graue und ja, grau-grüne Kombination. Schöne offene Staufächer, noch ein paar Ablagen hier oben. Das ist ganz nett. Lautsprecher. Dann ein Dachfenster, auch hier die doch sehr spackgehenden Türen, aber schöne Staufächer, alles gut, aber kein Softgloss. So, eine etwas andere Aufteilung hier. Küche ist identisch. Auch hier oben, da haben wir halt nur einen. Dafür haben wir halt hier das Hubbett. Das ist der entscheidende Unterschied. So, da oben drüber ist dann nochmal ein, kriegen wir das runtergezogen? Nee, da will ich auch nichts kaputt machen. Da ist nochmal ein riesen Leki. Auch hier wieder die Schublade mit den Gasreglern, Besteck und natürlich Softclose. Die Bettanordnung ist identisch. Hier ist ein kleiner Fernseher montiert. Stauraum hier unten drunter kennen wir schon, wie eben auch die von oben zugängliche Garage. Hier nochmal ein kleiner Schrank, denke ich mal. Ja, kriegt man noch was reingestellt. So, dann haben wir hier den Kleiderschrank mit den Zusatzkissen. Auch ausreichend für zwei Personen. Auch das Bad mit einer schönen Dusche. Die sollte auch groß genug sein. Dann Toilette, Waschbecken, Spiegelschrank. Und hier unten sind nochmal zwei kleine Schränke. Und das hier ist der Lichtschalter. Schön durch die Fenster und Mini-Heki kann ich halt hier wirklich querlüften. Das ist gut. Dann haben wir auch hier den Dometic-Kühlschrank. Ja, ist der verriegelt? Ja, ist der. Slim Tower. Absorber. Und hier oben nochmal einfach, genau wie nebenan, genauso auch wie hier unten das Fach nochmal, da ist auch nochmal ganz gut Platz. Und hier oben natürlich nochmal Truma Einet und das Bedienfeld mit den ganzen Anzeigen für meine Bordzustände. Gut, gehen wir raus zum Fahrblick. Französisches Bett, 2,745 leer, 2,9 im fahrbaren Zustand, maximal 3,650. Ja, mit der ganzen Aufpreisliste liegen wir bei 62,838. Dafür haben wir hier ein Hubbett drin. Hier gehen wir nochmal auf die Garage zu. Fahrräder gehen natürlich hier nicht rein, aber die können über den Träger hinten drauf. Das ist ganz nett. Auch hier die Gasklappe, Flaschen hintereinander. Das finde ich ein bisschen schade, aber immerhin die Möglichkeit, hier auch eine Duo-Kontrolle noch nachzurüsten. Also von daher gut. Jetzt gehen wir mal rum. Sehr schönes Heck, die Cara Suite. Und ähnlich wie bei dem englischen Video, schwenke ich hier nochmal gerade rüber, die Travel Box und hier die Elektroanschlüsse bzw. Wasser- und Ablaufhähne. Auch schön zu erreichen, der Tank. Kann man gut pflegen und reinigen. Das ist super.